Freunde, Hackbraten kann jeder. Heute gibt es Pizza-Hackbraten mit zweierlei Käse. Da muss man einfach dranbleiben. Ja, wer lässt sich schon gerne so eine leckere Sache entgehen, Freunde? Pizza-Hackbraten, das ist sowas Leckeres. Ja, kanntet ihr noch nicht? Oder doch? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Das wäre mal ganz interessant. Es gibt ja doch auch immer verschiedene Anrichtungsweisen, aber wir fangen ganz langsam an, auch für die, die es noch nicht kennen. Wir haben hier eine große Kartoffel und die schneiden wir in richtig schöne, feine Würfel. Und die Kartoffeln freuen sich gleich, kurz in die Pfanne zu gehen und kurz angedünstet zu werden. Bis gleich! Ja, Pfanne kurz erhitzt mit ein bisschen Öl. Macht mal so auf mittlere Hitze. Das ist dann ganz gut. Die Würfel haben wir ganz gut hingekriegt, weil die sollen auch nicht unbedingt braun werden, weil wir brauchen sie eigentlich nachher noch für unsere Hackmasse. Ja, kennt ihr noch nicht? Oh. Bleibt bloß bis zum Ende dran, sonst verpasst ihr was. Geht sofort weiter. Genauso hatte ich mir das gedacht. So muss es sein. Freunde, wir sprechen nicht drüber. Ihr kennt die Farbe. Ich schieb's kurz rüber. Und weiter geht es. Ja, zwei halbe Paprikas brauchen wir da, um richtig Farbe in unseren Pizza-Hackbraten reinzubringen. Da brauchen wir natürlich ein paar Zutaten. Bleibt bitte auch dran und guckt euch das ganze Video an. Es entstehen manchmal Fragen. Wir merken auch, wenn einer nicht das ganze Video geguckt hat. Oder was sagst du dazu, Tim? Ja, sehe ich genauso und wir kommen auch schon zum passenden Thema und zwar, ihr könnt eine ganze rote nehmen, ihr könnt eine ganze gelbe nehmen, ihr könnt auch eine grüne nehmen, würde ich nicht empfehlen, aber wir hatten jetzt jeweils noch eine halbe übrig, die benutzen wir. Hauptsache ist eine ganze Paprika. Okay, geht sofort weiter. Ja, was wir noch dazu brauchen, eine rote Zwiebel wieder. Ja, richtig schön fein schneiden, ne? Flott weg. Ah, das wird so lecker, Freunde. Ach, übrigens, was ich sagen wollte, wenn ihr absolut kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert doch einfach die Glocke. Da verpasst ihr gar nichts. Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder liebend gern über einen Daumen. Das ist so eine schöne Anerkennung für uns. Oder einen Kommentar, noch besser. Ich sage schon mal jetzt Danke. Es geht sofort weiter. Als nächstes brauchen wir eine halbe Tomate. Ja, warum eine halbe Tomate? Ich habe mir hier oben vom Deckel schon mal zwei Scheiben abgeschnitten. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, wisst ihr, wofür die gedacht waren. Ja, das Böse schneiden wir hier runter. Das mag keiner. Das ist nicht so gesund. Schnell einmal runterschneiden. Wir wollen auch ein bisschen was sehen von der Tomate. Ganz so fein. Also nicht. Ich liebe Rot. Und natürlich, es soll auch immer schnell gehen. Und das ist ein schnelles, gutes Gericht. Das muss man einfach unbedingt einmal nachkochen. So. Gleich geht's weiter. Wir lassen nicht lange Zeit verstreichen. Wir haben hier 500 Gramm Hack, nicht von meinem Fleischer, der hat es nur durchgedreht. Nur so viel dazu. Ne? Eine Knoblauchzehe, wir beschleunigen die ganze Sache. Ne? Vielleicht habt ihr heute noch was vor. Ne? Die kommt mit rein. 50 Gramm Mais brauchen wir noch. Wer ihn nicht mag, der lässt ihn einfach weg. Ja, hier habe ich schon mal ein Toastbrot, kurz abgeschnitten, was drumrum war, hieß früher, wie hieß das noch schnell, Tim? Kruste? Kruste. Kennt ihr das auch oder wie habt ihr das? Oma sagte immer, ich schneide mal die Kruste ab fürs Hack, ne? Ja. Oder den Knust. Oder den Knust, ja. Habe ich schon mal abgeschnitten, den presse ich natürlich hier schön aus im Waschbecken. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ihr könnt es, glaube ich, hören, wenn ihr ganz genau zuhört. Schön ausgepresst. So. Ich konzentriere mich noch schnell und dann geht es flink weiter. So, jetzt geht es ganz schnell. Und zwar, unsere Kartoffel kommt mit rein ins Hack. Jo, ich habe mir alles gut hingestellt. Unsere Tomate mit hinein. Ein Ei mit hinein. Ja, ihr habt es ja gesehen. Unsere Toastbrotstulle.
unsere rote Zwiebel, der Paprika und der Mais. Und gleich brauchen wir noch ein wichtiges Hilfsmittel und das sind meine Hände. Und die werden das Ganze richtig schön durcharbeiten. Erinnert ihr euch, was vorher drin war? Guckt mal, wir haben die Menge fast verdoppelt. Würzen müssen wir natürlich auch noch. Eine ordentliche Prise Salz, Pfeffer. Und natürlich, was auch zu so einem Pizzahackbraten nicht fehlen darf, Oregano. Das lasse ich wieder von oben runter rieseln. Immer wieder gut für eine Pizza. Jo, und dann frisch erstanden Basilikum. Das waren so circa 6 Blätter. Und jetzt nehme ich wieder mein Hilfsmittel. Oh, und richtig schön durchkneten. Ja, dann sind wir schon mit dem ersten großen Arbeitsakt zu Ende. Ja, jetzt kommt es zum Formen. Jo, jetzt machen wir richtig schöne Teile hier. Ich habe beschlossen, dass wir 3 draus machen. Ne? Ja, ihr wisst ja, es ruft ja noch einer an. Ne? Ja, Jörg hat ja immer was Schönes zu essen zu Hause. Ne? Ja, warum soll ich nicht mal vorbeifahren? Ja, und wir machen einfach mal 3 Pizza-Hackbraten. Jo, hier in der Mitte noch ein kleines Löchlein machen. Ne? Kurz mal den Finger nehmen. Ne? Und hier kommt noch ein bisschen Feta rein. Einfach schnell und leicht und einfach. Schnell verschließen. Freunde, es geht sofort weiter. Sehen die nicht hübsch aus? Meine Lieblingsform. Ja, da passen die Jungs natürlich rein. Pfanne frisch ausgefettet. Lass den Jungs ein bisschen Platz, ne? Ja, das muss so sein, ne? So, wir haben den Ofen natürlich schon vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Sie gehen jetzt erstmal rein und nach 10 Minuten holen wir das Ganze nochmal raus. Da kommt die nächste wichtige Zutat mit zu. 10 Minuten, gute 10 Minuten waren sie drin. Ich denke mal, oh ja, gesunde Temperatur, so brauchen die das. 400 Milliliter Gemüsebrühe mit dazu geben. Und dann wieder in den Ofen und nach 20 Minuten kommt das nächste Highlight. Freunde, rausgeholt kurz. Ist das lecker oder ist das lecker? Ja, es ist super. Ja, als nächstes eine Tomatenscheibe mit drauflegen. Und hier, ich hatte leider nicht mehr, das ist Resteverwertung. Freunde, nichts umkommen lassen. In diesen Zeiten, da muss man sparen an jedem Ende, oder nicht? Und hier, lecker Cheddar. Oh, den mache ich wirklich zu gerne drauf. Der Braten hat auch schon so eine richtig schöne Farbe. Ich liebe es einfach. Ne? Und das Ganze schiebt ihr jetzt einfach nochmal rein. 10 Minuten. Oh, Unfall. Okay. Neu aufgebaut. Geklappt. Ja, für 10 Minuten geht das Ganze jetzt nochmal kurz in den Backofen. Und seid gespannt. Wir haben allerdings auch hier noch eine Soße unten drin. Ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gern noch eine Soße ziehen, aber wir haben eine andere Variante. Bleibt dran, damit ihr wisst, wie wir das machen. Ja, Freunde, aus dem Backofen raus, finaler Auftritt hier. Ich richte euch das Ganze richtig schön an. Ah ja, anschneiden kurz. Tim, ich drehe dir das alles hübsch hin. Oh, sieht er lecker aus, ne? Und er dampft so schön, ne? Und schön saftig ist er auch, guck mal, ne? Dauert ein bisschen länger. Ich wäre sauer, wenn ihr nicht bis zum Schluss dran bleibt. Ich schneide hier kurz ein bisschen was auf, lege das auch hier mit an. Er ist so zart. Ja, also ich sag mal so, das reicht gut und gerne, die 3 für 6 Personen, falls ihr es nachkochen möchtet. Und was ich dazu noch empfehle, richtig schönes Toastbrot. Mehr braucht der Mensch nicht. Ja. Und dazu noch ein bisschen Antipasti. Ja, eine gute Zahl ist die Zahl 3. Und dann kann ich zu euch nur noch sagen, lasst es euch schmecken. Das war's von den Mecklenburger Kochbuben. So soll es sein, so schmeckt es. Probiert's aus. Gebt mir kurz ein Feedback. Ciao.